Yo, da bin ich wieder. Und es geht weiter mit Prince of Persia. Dusk Mode. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das ist jetzt in Skype besonders wichtig. Wir spielen einfach weiter. Ey, sowas da unten habe ich noch nie gesehen. Lustig, lustig. Ah, die Spiegel. Na, das. Es gab immer Fake-Spiegel, aber nicht in dem Teil. Es war die SNES-Version. Aber es ist tot, da reinzuspringen. Egal, wir machen es trotzdem. Ja. Wow. Das ist genial gemacht. Hummel, Kerl, du warst doch damals bestimmt Level-Designer oder so. Ja, der Kerl macht doch eigentlich alles nach, oder? Egal. Oh, noch mehr. Na, ob das nicht. Nein, dass uns ein Spiegel tötet, glaube ich nicht. Ja, im Originalspiel wird man gezwungen, durch diese Spiegel zu springen. Deswegen fragt euch jetzt nicht, warum wir dumm, so dumm sind und durch einen Spiegel springen. Gut, warum bin ich hier nicht durchgesprungen? Weil ich glaube, wir sterben. Oder ich habe halt einen besseren Weg gefunden. So. Oh Gott. Wir haben nicht mehr gefunden als nur neues Leben. Okay. Scheiße. Okay, es geht hier nicht lang. Ich weiß schon wie. Ey, das Spiel ist so geil. Alter Mann, es ist einfach geil, dass es Mods gibt. Keine Ahnung, ob der Level-Editor, Moment, offiziell ist oder nicht. Es ist einfach geil, dass es ihn gibt. Und ja. Es tut einfach wie der Spielwert dieses Spiels so erheblich erhöhen. Oh, wie schaffe ich das denn? Gut, es ist machbar. Wollen wir durch dieses durch den Spiel. Nein, das bringt uns gar nicht. Da könnte vielleicht noch ein Spiegelbild erscheinen. Aber ja, das war's dann auch schon. Oh Gott, geschafft. Ah! Probieren wir's? Ja, es hat geklappt. Alter, in der Dust Mode hatte ich nur schlechte Erfahrungen damit. So. Okay. Hallo, Zeitanzeigen, 33. Ah. Ja, was ich. Ach, ja, was ich. Ah, nee, das bleibt geheim. Das bleibt geheim. Ich vermute jetzt einfach mal, dass es hier. Ah, der Schalter ist nicht gut. Dass es hier mal Grenzen gibt, wie viele Räume es geben kann. Ach, komm, fick dich, Mann! Was? Wir haben was aktiviert, aber. Da links ist doch der scheiß Schalter. Der irgendwas wieder schließt. Das ist die beschissene Scheiße. Okay, nochmal. Ja. Wir waren hier noch nie, oder? Ah! Das ist ein geiler Kampf. Ja, komm, ich verzichte gerade auf ein ganzes Leben. Aber ja, da wo ich vorhin war, gab es keine Rückkehr. Hier anscheinend schon, deswegen machen wir das mal. Und ja, die Leiche liegt auf dem Schalter. Ja, okay. Ist bei fast jedem Kampf so, also das ist nicht Zufall. Deswegen hält uns die Tür offen. Leben brauche ich nicht. Was? Einstürzen tut hier unten auch nicht? Okay. Hell yes! Das ist ein spannender Kampf. Komm schon, geh ein bisschen zurück. Zacki, zacki. Alter, scheiße. Uncut. Rated M for Mature. Okay, scheiße. Okay, es gibt hier nochmal Leben. Ist es ein Schalter, der was zumacht? Wir sollten vorsichtig sein. Ach, ich komme da rechts gar nicht hin, das ist die Scheiße. Na, mal gucken hier. Ja, er mag es zwar zumachen, aber ich komme von rechts bestimmt eh hin. Alter Mann, Hummel, wie kommt man auf sowas? Es ist awesome. Halbzeit und wir sind in Level 4. Moment, war da nicht etwas? Das war gefährlich. War da nicht etwas? Hä? Also okay, wir sehen dann ein Stück von der Mauer. Moment. Okay, da war ich schon.
Es gibt keinen Schalter nach rechts. Tragisch. Okay. Boah. Shit. Na, da, Fake-Stacheln. Oh Gott, hier muss man echt aufpassen, wo man hintritt. So, gucken wir mal hier. Nichts. Nothing. So. Ah, Scheiße, ey. Nein! Boah, noch überlebt. Noch überlebt. Scheiße, einfach. Das könnte. Ja, ein bisschen zu wenig Anlauf. Fuck. Dass ich das so timen muss mit Anlauf, das ist eine harte Sache. Boah, die SNES-Version, die muss ich mal echt. Da muss ich mal echt ein LP again verpassen. Das Spiel ist so geil. So. Zack! Okay. Ob ich jetzt sowas unten geöffnet habe, ich weiß. Ah, okay, hier. Yeah, noch ein Leben. Aber nur ein Leben, fick dich. Hoffentlich öffnet der Schalter zwei Türen. Scheiße, schnell, schnell, schnell. Ah, wie stellen wir das jetzt an? Ja, seht ihr? Okay. Nichts stürzt ein. Ah, Junge, Junge. Es wird immer komplizierter. Der Ausgang. Aber hey, wo war... Hey, das eine Leben können wir noch kriegen. Nur der Weg später, den ich eingeschlagen habe, der war Schrott. Oh Gott. Da oben kommt man gar nicht hin. Scheiße, hoffentlich geht die Plattform nicht weg. Das ist echt am Arsch. So, Leute. Was mache ich hier eigentlich? Ich will das Leben kriegen. Ich will es. Sowas ist wichtig. Scheiß auf Zeit verschwenden. Das machen wir. Ich könnte es mir hercheaten und Zeit sparen. Aber nein. Das ist ja ein LP, deswegen machen wir es fair. Okay, Level geöffnet. Was ist oben? Gucken wir mal nach. Ich habe so das Gefühl, dass der Spiegel wieder auftaucht. Seht ihr? Puh. Muss ich das machen? Nein. Wir gehen jetzt zurück. Nein, es ist bestimmt nicht machbar, oder? Shit. Leute, stellt euch vor, ich mache das Level von neu. Und ja. Es ist einfach nur Zeitsparen. Ich meine... Wir verpassen nichts und ja. Du Hure! Was? Wie soll ich das dann machen? Hat das was mit dem Spiegelbild zu tun? Aber selbst dann... Scheiße. Mann, oh Mann, oh Mann. Es ist ein Teufelskreis einfach. Ey, Alter. Okay, wir machen es diesmal besser. Das liebe ich einfach am Prince of Persia. Das Fällen einfach. Yeah, geh und schluck den Mana-Trank, du Bitch. Na? Boah, es ist einfach geil, dieses Spiel zu spielen. Was ist nur mit mir los? Waren wir hier? Ja, ich erinnere mich nicht, weil das nicht. Weil ich hier nur einmal war. Alter, ist es schon geil, was Jordan Mechner hier rausgestampft hat. Und ja, ich will sein allererstes Spiel irgendwann let's playen. Wer nicht weiß, wer es ist, Pech gehabt. Denn ich will nicht so sehr aus dem Nähkästchen hier rausplaudern. Ich spring nicht durch das Glas, ihr wisst warum. Ich habe Angst zu sterben. Ich würde mal gerne wissen, was passiert, wenn der Counter hier, wenn die Zeit echt auf Null kommt. Ob dann eine Cutscene kommt oder so. Alter, 25 Minuten noch. Diese Mod frisst echt in den ersten Levels so viel Zeit.
Glock, 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 Glock. Boah, das Spiel ist so still ohne Musik. Ich bin ein bisschen froh, dass ich die SNES-Version gespielt habe. Ja, die Wahl nach dem ersten LP, die war schon schwer. Ich habe, glaube ich, echt geschwankt zwischen Velvet Within, Sense of Time oder als dem ersten Pop. Und dann ja so, oder solche wie Frank Royal. Metroid Let's Play war ja, ich bin auch ein saugroßer Metroid-Fan von erster Stunde. Ja, ich habe von der ersten Stunde an nicht gelebt, noch nicht gelebt, aber ja. Trotzdem, seit Teil 1 großer Fan. Nein, ich kann nicht oben hoch. Scheiße. Jetzt sag mir bloß nicht, das Leben ist wirklich Schrott. Naja, aber das mit dem Ausgang vorhin war auch nur Scheiße. Scheiße. Oh Gott, was mache ich? Mann, du solltest dich festhalten. Es ist einfach krank. Ich sag das zu. Was ist unten nochmal? Ah ja, der eine Ausgang. So. So Leute, weil ich jetzt einfach Bock habe, wir werden Mana-Trank trinken. Und zwar jetzt. Oh yeah, jetzt versteht ihr die Mana-Tränke. Bam, 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 bam. Hey Kai, was machst du? Oh, wir haben den Trank genommen. Wie cool. Ich will echt Zeit sparen. Nein! Zeit sparen sieht anders aus. Runter mit dir, du Salatfresser. Nein! Es läuft echt nichts, wie man will. Aber egal. Kann ich nur so dumm sein und da schnurstracks hier ins Loch hineinrennen? So geht das. Gut. Was hat mich da nochmal das Ende gekostet? Ah ja, diese komplizierten Räume. Ich glaube, ich erinnere mich gleich. Zuerst den Schalter drücken. Nein, bestimmt jetzt, wenn ich im Nachhinein ihn drücke, schließe ich was. Ah nee, das ist gut, seht ihr? Es ist gar nicht dumm, was ich mache. Kennen wir das? Ja, das kennen wir. Bitte, hier geht was. Ah, ich hab doch das. Nein, ich verstehe echt nicht, was das jetzt hier unten gebracht hat. Wir haben irgendein Gitter aufgemacht. Aber ja. Der Ausgang ist einfach unerreichbar. Ah, hier gab es ein Leben, oder nicht? Wo ist das fette, richtige Leben? Es ist tot, jetzt hier hineinzuspringen, also lassen wir's. Der würde uns sofort aufspießen. So. Die Tür ist sofort offen. Ah ja, ich will oben gucken. Es gab ein zweites Leben. Boah, wo ist das? Es war da links, oder? Naja, ist jetzt sehr zu cheaten, ist wirklich nicht fair. Also machen wir's. Boah. Muss ich das machen? Das Tor ist schon offen. Egal, machen wir einfach. Oh, komm! Das geht nicht auf! Leck mich!